Hi, ich bin der Günther, ich mach's in der Bude. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal etwas anderes. Wir haben heute den 20.11.2019. Es ist exakt 10 Jahre her, dass in Europa, hier wo wir sind, das Spiel Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Ein Spiel, das mich wirklich sehr geprägt hat. Es war der erste Teil, den ich von meiner inzwischen absoluten Lieblingsspielreihe kannte. Die Reihe, die mich zum Geschichtenschreiben inspiriert hat. Die Geschichten, die erstens meinen YouTube-Kanal vollständig verändert haben und auch mich als Person. Und nun hat dieses Spiel sein 10-jähriges Jubiläum. Und ihr seht es vielleicht im Video nicht ganz so gut, was hier vor mir ist. Denn seit letzten Weihnachten hat mein Bruder ein Keyboard, allerdings hat er es nie benutzt. Und ich hatte schon lange mal den Gedanken, vielleicht Keyboard ein bisschen zu üben. Und jetzt habe ich mir vor irgendwie, ich glaube es ist inzwischen 2 Monate her, gedacht, es ist dieses Event ist nicht mehr lange hin. Was könnte ich denn tun, um ein Special für Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel zu machen? Und nun habe ich 3 Stücke hier auf dem Keyboard für euch. Alle sind mit speziellen Einstellungen, nenne ich es mal, also klingt es nicht ganz so, wenn ihr es auf eurem normalen Piano nachspielen wollt. Zudem ist eins der Stücke, das erste, nicht ganz fertig. Und es kann sein, ich hatte es schon ein paar Mal versucht, das aufzunehmen, aber es ist letztendlich schief gegangen immer, weil entweder die Audioqualität nicht wollte, deswegen ist es jetzt auch sehr standardmäßig aufgenommen, weil das tatsächlich die beste Audioqualität mit sich bringt. Und ich werde nicht jeden Fehler, den ich beim Spielen mache, rausschneiden. Ich bin keinesfalls ein Profi mit dem Keyboard. Vor dem Moment vor 2 Monaten, wo ich mir dachte, ich übe diese Stücke, habe ich nie ein Keyboard angefasst. Ich kann nicht mal gescheit Noten lesen. Aber ja, ich spiele euch jetzt 3 Stücke vor. 3 Stücke vom Finale des wunderbaren Spiels Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel. Vom besten Teil des besten Spiels. Sie werden in der Reihenfolge nach, in der sie im Spiel vorkommen, auch jetzt kommen. Und zwar praktischerweise dadurch auch in der Reihenfolge, beginnend mit dem, das nicht fertig ist, und aufsteigend für mich vom Schlechtesten zum Besten persönlich, was ich kann. Ich denke, wir haben genug geredet. Legen wir los. Wenn ich Fehler mache, tut es mir wie gesagt leid. Ich werde versuchen, einfach komplett im Kontext zu bleiben. Ich habe nie mit Maske gespielt bisher, deswegen kann ich euch nicht versprechen, dass ich irgendwie was gescheit hinkriege. Ich stelle das mal ein bisschen weiter vorne hin, damit ich die Tasten besser sehe. Los geht's. Thank you.
Das erste Stück, viele von euch erkennen es vielleicht. Ja! Bisschen happy gerade, ich bin ehrlich. Das ist der beste Durchgang, den ich von dem Stück bisher hatte. Und ich wundere mich ehrlich gesagt selber. Dialga's Fight to the Finish. Das Endboss-Theme aus Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Der zweite Track ist tatsächlich mein persönlicher Lieblingssoundtrack der gesamten Videospielgeschichte. Jedoch kann ich ihn einfach nicht ganz so gut wie den Track, der danach noch folgt. Doch ich hoffe trotzdem, dass es nicht zu laut wird. Mit der Einstellung, die ich dafür nehme, ist es oft sehr laut. Es war auch das erste Stück, das ich auf dem Keyboard gelernt habe, da ursprünglich nur ein einziges geplant war, auch wenn jetzt drei daraus geworden sind. Los geht's. Zweites Stück der Reihe, Don't Ever Forget. Die Musik, die spielt, wenn man sich im Spiel von seinem Partner nach dem Finale verabschieden muss. Ein Track, der wirklich. Ich liebe ihn so sehr, er ist so cool. Ich bin gerade sackzufrieden, dass es so gut klappt in dieser Aufnahme. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es ziemlich schlecht läuft. Und jetzt kommt die wahre Herausforderung. Das mit Abstand längste Stück, das ich gelernt habe. Das aufwendig, obwohl ich glaube tatsächlich anspruchstechnisch gesehen wäre Dialga's Fight to the Finish höher. Es ist lang und hat mich echt viel Zeit gekostet. Also, legen wir los. Mit dem letzten Stück. Memories Returned. Nochmal mit höherem Ton. Thank you.
Und das war auch das letzte Stück des heutigen Videos, Memories Returned. Zwei oder drei kleinere Fehler sind mir unterlaufen, aber ich bin wirklich sehr zufrieden damit, wie das Video geworden ist. Es wurde, das will ich jetzt mal sagen, in Pokémon Schwert und Schild wurde mir auf dem Discord, einem Discord-Server geschickt, ein Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel Easter Egg gesichtet. Könnte das vielleicht eine Hoffnung für uns Fans der Reihe sein? Offensichtlich hat Nintendo die Reihe nicht vergessen. Wer weiß, vielleicht bekommen wir ja bald einen neuen Teil. Wenn ihr mit mir hofft, dann schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich werde weiterhin mit dem Keyboard üben, auch Stücke, die nicht aus Team Himmel stammen, sondern wirklich ganz andere Dinge. Wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Bis dann und ciao. Das klang scheiße.